So Leute, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Pokémon die blaue Edition. Aber wie ihr im Titel vielleicht schon lesen könnt, ist es eine Randomizer Nuzlocke Challenge. Also ich denke mal, die Regeln einer Nuzlocke sind klar. Man besiegte Pokémon sind quasi tot, die darf ich nicht wiederverwenden, also Pokémon die besiegt wurden. Zudem halt darf ich nur ein Pokémon pro Route fangen. Ich gebe meinen Pokémon Spitznamen, also wir machen die klassischen Nuzlocke-Regeln. Ich denke mal, jeder, der sich schon mal eine angesehen hat, weiß das ungefähr. Sonst kann ich auch nochmal grob in den Kommentaren so einen Überblick geben oder in der Beschreibung bestimmt. Ja, ansonsten ist es random. Also halt die Pokémon, die auf uns zukommen, werden random sein. Zwar mit einer ähnlichen Stärke ausgetauscht, aber ja, mal ein bisschen neuem frischen Wind. Ich habe erst überlegt, ob ich die gelbe Edition ganz original spielen soll und irgendwie möglichst viel zeige, aber ich dachte mir so, ach nee, lieber nicht. Ich habe Bock auf so eine richtig schöne Randomizer. Wir stellen den Kampfmodus auf Folgen, das heißt, ich kann nicht wechseln, nachdem ein Pokémon ausgetauscht wurde, also nachdem ein Gegner besiegt wurde, sondern ich muss drinbleiben mit dem Pokémon. Ja, Animationen bleiben an, Texttempo auf 3 und wir starten das neue Spiel einfach mal. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird vom Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Ja, wie man hier schon sieht, hier war eigentlich ein Evoli oder ich weiß gar nicht, was hier kommen würde. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Hohoho, wie lautet dein Name? Mein Name lautet Flo. Wie üblich. Genau, wunderschön. Richtig, dein Name ist Flo. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Nennen wir ihn Gary, weil irgendwie ist das für mich immer Gary, also heißt er auch in diesem Falle Gary. Gary, komm heim. Genau, nein. Wunderschön. Gary, stimmt, das lag mir auf der Zunge. Ich weiß nicht, wie mein eigener Enkel heißt. Flo. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Da wurde ich geschrumpft. So eine Schweinerei. Wunderschön. Natürlich haben wir hier gleich am Anfang mal unser Getränk-Item aufnehmen. Naja, ist der Trank. Naja, man könnte auch in dem Randomizer Items randomizen und so einen ganzen Stuss machen oder halt Attacken randomizen, aber das ist alles Schwachsinn, das machen wir nicht hier. Mutter, richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht zu diesem alten Mann. Diesen merkwürdigen alten Mann. Ja, wir reden mal mit allen, ne? Hallo Flo, Gary wartet in Opas Labor. Oh Gott, ich hoffe, wir kriegen bald die Turbo-Treter. Oh nee, hier kommen ja die Turbo-Treter erst extrem spät, ich vergaß. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Ja, wir müssen jetzt hier erstmal sehr, sehr lange mit solchem trägen Tempo aushalten. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. So, hier oben ist nur unser Haus. Okay, hier sind nicht viele Häuser in Alabastia. Also gehen wir ins Pokémon-Professor Labor. Ich bin Professor Eisgehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Okay, wunderschön. Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität und der Pokémon-Trainer genießt ein sehr hohes Ansehen. Alles klar. Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Du sagst das gleiche wie dein Vorredner da. Hallo Flo, Opa ist gerade nicht da. Okay, dann suche ich ihn mal. Ich gehe mal suchen. Nein, ich weiß, wo er ist. Also halt, er wird sich mal gleich in den Weg stellen. Jeder kennt die Story, oder? Ich brauche hier nicht großartig was auftischen, hier spannend machen. Naja, warte, du kannst doch nicht einfach ins große, hohe Gras gehen. Draußen ist es gefährlich. Viele Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. So, und da kommt auch gleich schon die erste spannende Entdeckung. Welche Starter kriegen wir zur Auswahl? Bin ja mal gespannt. Opa, ich will nicht länger warten. Gary, lass mich nachdenken. Ach richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet, einen Moment.
Hier, Flo, dort liegen drei Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Trainer, Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig, aber ich gebe dir eines ab. Wähle. Halt, Opa, was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eines bekommen. Alles klar, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Nidoran. Die großen Ohren bemerken Gefahren frühzeitig. Nidoran männlich haben auch noch die... nein, das ist sicherlich kein Glumander. Mal gucken, was wir noch zur Auswahl haben. Wow. Shiggy selbst. Das ist ja ein bisschen... ja... ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ein Taubsi. Also Shiggy fällt raus. Weil Shiggy ist halt... meh. Ist halt langweilig, ne? Nidoran oder Taubsi? Eher Nidoran, oder? Fangen wir mit Nidoran an, würde ich sagen. Und ich werde meine Pokémon einen Spitznamen geben. Thematisch nach Essen wahrscheinlich. Ja. Ja, nehmen wir Glumanda natürlich. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Wie nennen wir es? Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Was wird ein Nidoran, so eine... ja, was wird ein... Nimm ja Steak. Ich weiß nicht, Nidoking ist so ein Brocken, wir nennen es Steak. Genau, guter Plan. Wunderschön. Mein Nidoran Steak. Ich nehme dieses hier. Gary erhält Shiggy und der hat ja jetzt wirklich... wow, ist er langweilig. Er hat jetzt wirklich Shiggy. Also, sad life hier. Warte, Flo. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Na gut. Wenn's sein muss. Ich habe keinen Bock auf dich. Aber es ist okay. Naja, Gary möchte kämpfen. Gary setzt Shiggy ein. Wunderschön. Toll. Naja, einfach ein Shiggy. Ist ja übelst langweilig, aber ist okay. Ist halt so, natürlich könnte das Shiggy am Anfang gefährlich werden. Wenn er die ganze Zeit das Shiggy hat und wir werden später ein Boden, also wir sind ein Boden-Pokémon. Könnte gefährlich werden noch. Und wenn der erste Kampf jetzt verkackt geht, dann lass mal das mal nicht gelten, ne? Das ist, natürlich so. Stecke ich jetzt nicht drin. Ich versuche ihn natürlich zu überleben. Wird auch einen Trank einsetzen und dann wird das irgendwie schon hinhauen. Irgendwie kriegen wir das hin. Okay. Okay. Noch einen Trank habe ich nicht. Ja, den Kampf überleben wir und den gewinnen wir auch. Wunderschön. Siehst du mal. Haben wir auch gleich ein kleines Erfolgserlebnis. Wunderschön. Steak erreicht auch Level 6. Das ist auch gut. Und wir besiegen Gary. Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Ach du Depp. Dann nimm doch einfach Taubsi. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Flo, Opa, wir sehen uns später. Okay. Adieu. Adieu, mein Freund. Adieu. Ich verpiss mich jetzt auch. Und gehe nach oben. Achso, warte mal. Hat der Professor schon was gesagt, dass er hier uns auf die Reise nach Britannia City schickt? Nicht, dass das jetzt nicht getriggert wird oder so. Flo, wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Wurde es jetzt automatisch geheilt? Nee, ne? Doch, wurde. Okay. Okay, gut. Vorsichtshalber, Sicherheitsmaßnahmen, ne? Wir wissen ja nie, was kommt. Also müssen wir Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. So, ich glaube, dieses Pokémon triggert eigentlich immer automatisch. Also halt, normalerweise wäre es ein Taubsi. Also ist es halt ein Zubat. Genau, der Fang der Pokémon, dass ich Pokémon nur, also nur ein Pokémon pro Route fangen darf, geht natürlich erst, sobald ich die Pokébälle erhalten habe. Vorher ist es ja sinnlos. Ist ja sinnlos, wenn wir es vorher schon versuchen zu machen. Aber ja, genau. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Zubat wäre jetzt eigentlich gar nicht mal so geil, weil wir rein theoretisch schon Gift-Pokémon haben. Aber lassen wir uns überraschen. Außerdem ist Zubat hier echt noch... weil ohne X-Bad ist Zubat halt echt so. Warum? Ist halt echt so. Warum? Einfach nur. Warum?
Ach ja, bald kommen auch neuere Let's Plays tatsächlich, weil ich habe jetzt eine Elgato bekommen und ja, da werden wir doch demnächst mal wahrscheinlich was aufnehmen. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte. Ja, wir hätten einen Trank. Beziehungsweise es kann auch sein, dass das Switch-Let's Play, ein kurzes Switch-Let's Play hier vorher schon kommt. Ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge ich hier was hochladen werde. Wir werden es mal sehen. Ich wollte jetzt erstmal wieder was aufnehmen. Ich habe jetzt seit mehreren Wochen nichts mehr aufgenommen. Und ich wollte den Kanal irgendwie nicht so schleifen lassen. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Okay, ich dachte kurz, der will mit mir kämpfen, aber es war ein wildes Pummeluff. Pummeluff, das wäre interessant. Für einen Anfang. Weiß man nicht, was Pummeluff großartig kann, aber es wäre auf jeden Fall mal interessant. Och nö. Das könnte jetzt ätzend werden. Ich überlege auch, ob ich weiter kämpfen soll. Wir probieren es mal. Wir gucken mal. Vielleicht kann er nichts anderes als Gesang. Dann können wir weiter kämpfen. Er kann scheinbar nichts anderes als Gesang. Das ist okay. Er zieht sich ja zwar ein bisschen, aber... Ja. Wie Sie sehen Sie nichts. Och komm schon. Wie lange soll ich noch schlafen? Können wir... Erste Gen. Fuck you. Um's mal... Wehe. Wehe hier, der trifft mich noch öfter mit Gesang, dann reicht's aber. Dann gibt's hier aber noch voll auf die Fresse für das Pummeluff. Na gut, Pummeluff ist halt... Hilfe. Flasche. Gott, da bin ich mich erschrocken. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber hier ist gerade... Hier ist auch eine Flasche, wenn man die halt so... Manchmal zieht die sich ja zusammen und die hat sich gerade aufgeploppt wieder. Boah, hab mich das erschrocken gerade. Ja, Pummeluff, was ich sagen würde. Pummeluff war für den Anfang eigentlich ganz interessant, aber auch wieder so... ich weiß nicht. Könnte ätzend werden. So, du kannst zwar Gegner einschläfern, aber viel kann Pummeluff auch nicht, oder? Naja, mal sehen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit, natürlich. Wunderschön. Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Dankeschön für diese Info. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Für 5 Euro im Monat. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Und ja, hier wird's auch... Wir kennen ja die PC-Probleme und alles. Die erste Gen ist noch ein bisschen, ne? Wir kennen's, ne? Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Ja, erzähl mal. Raupi ist nicht giftig, aber Hunliu. Achte auf seinen Giftstachel. Danke dafür. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. So, wir müssen eh in den Markt. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Ei schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ja, Leute, Eispaket, wunderschön. Okay, grüße Professor Ei von mir. Nö. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Tut mir leid, alle Tränke sind ausverkauft. Oh nein. Wie könnt ihr mir das nur antun? So, können wir hier noch großartig was machen? Ich weiß gar nicht. Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Ach, Lehrerin, ne? Okay, lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Nö. Das wird wahrscheinlich Typeneffektivität sein. Erkenne ich schon, ich bin jahrelang Pokémon-Profi gewesen. Diese Pokébälle an deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann, nicht wahr? So, ich muss sagen, ich habe Angst vor dem Rivalenkampf hier auf der linken Seite, deswegen gehe ich da auch noch nicht hin. Bin ja auch kein Depp. Nö. Ohne zweites Pokémon gehe ich da eh nicht hin, erstmal. Und ohne ein bisschen trainiert zu haben, irgendwie, zumindest minimal. Ich weiß noch nicht, vielleicht machen wir den auch am Anfang des nächsten Parts. Bis dahin trainiere ich ein bisschen, aber mal sehen. Großvater, sei nicht so gemein, er hatte noch keinen Kaffee. Du kannst hier nicht durch, das ist ein Privatgelände. Halt's Maul, Arschloch. Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Wunderschön. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken, aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Wer ist ein Taubsi? Willi. Achso, das ist ein Habitak. Das heißt Willi. Richtiger Willi. So, zur Arena kommen wir momentan nicht.
Da ist eh nichts los, da ist tote Hose. War man in dem Haus schon? Ja, okay. Entschuldigung. Wusste ich nicht. Gut, haben wir hier noch was? Nö, oder? Ne, dann können wir zurück. Dann verbieseln wir uns wieder und liefern mal Professor Eich das Paket ab. Und ich bin froh, wenn wir die Turbo-Treter haben. Die kriegen wir aber erst nach Moria City. Bäh. Ich hasse es. Aber ja, so war das in der ersten Gen, nicht wahr? So war das. Ach, Dickter wäre cool für den Anfang, weil wir auch wieder einen Boden-Pokémon haben, ne? Ist halt schwierig, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, was ich gerne hätte, so für den Anfang, so. Kriegen ja gleich die Pokébälle, dann können wir auch noch eventuell unsere ersten beiden Pokémon fangen. Weil hier auf der Route können wir ein Pokémon fangen. Und dann auf der Route da nach links, da wo es hier Dingsbums gibt, also wo es den Kampf gibt. Genau. Müssen wir mal schauen. Ich denke mal, dieser Part wird ein bisschen länger. Hallo Flo, wie geht es dem Pokémon? Mir scheint es sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Flo, übergib Professor Eich das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokémon warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Flo, Gary, diese beiden sind für euch. Flo, ja, wir hätten einen Pokédex, wunderschön. Pokédex erhalten. Ein Lexikon über alle Pokémon in der Welt. Das war immer mein Traum, aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa, überlass es ruhig mir. Flo, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Dir soll sie keine geben. Arschloch. Richtiger. Ich sag jetzt nichts. Aber er ist schon ein ziemliches A-Loch. Muss man so sagen. Haben wir jetzt Pokébälle bekommen? Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Wunderschön, danke für die Karte. So, haben wir jetzt, muss ich noch mal kurz gucken. Pokébälle haben wir keine erhalten. Das heißt, wir müssen uns jetzt selber welche kaufen, ne? Oder hat er noch welche für uns? Ich guck nur noch mal kurz. Ich bin gerade ein bisschen Brain AFK. Überall in dieser Welt erwarten nicht Pokémon. Okay, wir haben keinen erhalten von ihm, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zu Britannia City, holen uns der Pokéballer und dann geht's ab. Ich guck gleich nochmal zur Überprüfung, lieber Blub. Pummeluff, ich weiß nicht, ob ich Pummeluff haben will. Also ich darf es mir eh nicht aussuchen, aber ich glaube, Pummeluff wäre jetzt nicht meine Wahl, wenn ich mich entscheiden dürfte. Ach nein, nein, okay. Das wäre fast schief gegangen, weil ich mich verklickt habe mal wieder. Ich muss mal den Tackle hochsetzen. Das geht ja ganz einfach mit Select, ne? Ja, genau. Damit ich einen einfach nur durchspammen brauche. Gut, Level 8 ist schon mal gut für Nidoran. Hornattacke ist auch gut für Nidoran, wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob Hornattacke stärker oder schwächer ist als Tackle. Ich glaube ein bisschen stärker, aber nur minimal wahrscheinlich. Da 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 da. Oh, Rettern. Aber wir kriegen hier so entweder Gift oder. Ich glaube Pummeluff wäre da sogar schon die beste Wahl so irgendwie. Ja, irgendwie schon, ne? So, erstmal Attacken sortieren hier. Macht auch eine Attacke mehr Schaden jetzt? Ja doch, macht's definitiv Volltreffer auch noch. Zusätzlich wunderschön. Na, mal sehen, was auf uns zukommt. Ich meine, entscheiden kann ich mich eh nicht. Nehme das, was kommt. Nö. Sei denn, ich besiege das Pokémon einfach gleich. So, erstmal in den Markt rein. Marktkauf, vortraufen. Was? Das war keine Schleichwerbung hier. Kaufen wir uns gleich mal ein paar mehr hier. Machen wir 12. Ja. Gut, haben wir Tränke? Tränke haben wir keine. Gegengift wäre vielleicht auch noch ganz nützlich, wenn wir gleich in den Britannia-Wald kommen. Gut, wunderschön.
Dann schauen wir mal, was wir noch für Pokémon kriegen, würde ich sagen. Mal sehen. Bin gespannt. Vielleicht auch was ganz Neues, was bisher noch nicht gezeigt wurde. Komm her, mein Pokémon der zweiten Art. Ah, Pummeluff. Ist es doch das Pummeluff geworden. Die Sache ist, will ich da jetzt... Ich probiere es gleich mit dem Pokéball. Das ist mir zu riskant irgendwie, dann Angriff zu wagen. Das braucht wahrscheinlich einen. Ja, probier es mal. Probier es mal mit dem Tackle. Kein Volltreffer, okay, okay. Ein Tackle überlebt es, zwei Tackle auch dann. Gut. Gut, gut, gut. Das hat gut geklappt. So, gleich noch ein Pokéball hinterher. Wunderschön. Wunderbar, Pummeluff wurde gefangen. Wunderschön. Wieder mehr Pummeluff. Wenn seine Augen aufleuchten, dann singt dieses Pokémon ein Lied, das seine Gegner einschläfert. Ja, wir möchten Pummeluff einen Spitznamen geben. Wie nennen wir es denn? Essen. Essen. Ich weiß nicht wieso, aber passt Pfannkuchen rein? Das müsste passen, oder? Pfannkuchen. Ah. Geht nicht. Eierkuchen dann. Nennen wir es Eierkuchen. Eierkuchen müsste ja passen. Eier. Boah, dauert das hier lange mit der Namenseingabe. Es tut mir auch echt leid. Aber dafür kann ich auch nichts. Eierkuchen. Gut. Haben wir Steak und Eierkuchen im Team. Wunderschöne Kombination. Muss ich auch so sagen. So, dann probieren wir noch links ein Pokémon zu fangen. Dann soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein, denke ich. Dann werde ich meine Pokémon mal off-cam ein bisschen trainieren. Halt so, dass wir einigermaßen gut durch den Kampf kommen, der da links auf uns wartet. Ja, mal sehen. Wird schon schief gehen. Ne? Trainieren wir uns ein bisschen hoch. Also ich bringe zumindest Pummeluff und das, was ich jetzt noch fange, auf jeden Fall ein bisschen hoch. Nicht allzu overpowered, aber halt ein bisschen. Na, hab ich. Taubsi. Ich habe Tack. Na gut. Ja, ein Tackle dürfte es ja wohl überleben. Und ein Taubsi hat wohl, jawohl. Ja, ein überlebtes. Aber noch einen traue ich mich nicht. Da werfe ich jetzt gleich einen Pokéball. Pokébällchen. Wunderschön. Und bleib drin. Wunderschön. So, wie nennen wir ein gutes Taubsi? Ein vorwiegend im Wäldern lebendes Pokémon, das zur Verteidigung mit dem Flügel in Sand aufwirbelt. Natürlich möchte ich meinem Taubsi einen Spitznamen geben. Chickenwing? Nehmen wir Chickenwing, pass rein. 1, 2. Ah, passt nicht. Nugget. Okay, dann heißt es Nugget. Heißt natürlich. Ohne hier Schleichwerbung zu machen. Nugget, wunderschön. Gut, dann würde ich sagen, heile ich mal eben meine Pokémon noch. Und dann soll es das für diesen Part gewesen sein. Ich werde eben off-cam ein bisschen rumtrainieren, damit wir nicht allzu blöde dastehen. Und dann passt das auch schon, würde ich sagen. Nu. Gut, dann sage ich schon mal, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt, gotta catch them all. Bis dahin sage ich, Chizzlekoski, euer Flastivy, bye bye.